Willkommen, liebe Leute, zu dem nächsten Teil von Made of Skr. So. Okay, wir sind jetzt immer noch unterirdisch. Bin hier da eingekracht im letzten Teil. Bin ich mal gespannt, also. Wie gesagt, ich konnte mich heilen, aber ich hätte mit der Heilung vielleicht doch warten sollen. Weil durch das Runterkrachen habe ich mich wieder, glaube ich, verletzt. So leicht kann man den Rahmen sehen, so leicht vernebelt. Was leuchtet denn da so bläulich? Das hat doch nichts mit Aliens zu tun, oder? Alter, was ist hier los? Das ist doch nicht meine Verlobte, oder? Das finde ich witzig, dass Lampen ansehen, obwohl die alle blind sind. Wozu brauchen die Licht? Hier ist auch eine Nische, aber da kann man nicht rein. Schade. Alter, das ist sau laut hier. Kann ich hier irgendwas machen, oder? Er hat gehustet, ja, aber ich habe nichts gesehen. Ich habe keinen Nebel, also keinen Rauch gesehen und nichts. Alter, was ist denn hier für Gold, Alter? Wenn das jetzt ein Spiel wie Skyrim wäre, ey, dann würde ich mir die Taschen vollstopfen. So, was haben wir denn hier? 3. Februar 1874. In der vergangenen Nacht hat der Sturm des Jahrhunderts die Insel gebeutelt. Die Männer berichten von einem Schiff, das sie vor der Küste gesehen haben wollen. Vater hat angeordnet, dass wir das Leuchtturmfeuer ausmachen. Die Männer haben mich informiert, dass ein Schiff an der Felsküste im Osten von Skr Point auf Grund gelaufen ist. Sie sind erstaunt, der Größe des Kahns, auf dessen Backbordseite ein Schild mit dem Namen des Schiffes zu finden ist. HMS Providence. Meine Männer haben auf Befehl meines Vaters die Überreste des Schiffs in die Höhle unterhalb von Skr Point getragen. Wir haben geborgen, was wir konnten. Alles Wertvolle und vor allem dem Inhalt des Laderaums. Okay. Wir haben etwas im Wrack entdeckt, verborgen im Laderaum. Etwas, was ich bisher noch nie gesehen habe. Es ist am Leben und in einem wirklich jämmerlichen Zustand. Vater ist der Meinung, dass die Kreatur zum Glück so geschwächt ist, dass sie versucht zu singen. War das die Kreatur, die wir vorhin gesehen haben? Nee, die kann sich ja frei bewegen. Also das. Beim Ausräumen des Laderaums haben einige der Männer angefangen, sich in der Gegenwart dieser Kreatur seltsam zu verhalten. Der Gesang scheint selbst in dieser abgeschwächten Form eine merkwürdige Wirkung zu entfalten. Ich finde das faszinierend und muss mir Notizen dazu machen. Vater scheint besorgt zu sein. Scheint doch die Kreatur gewesen zu sein. Mehr und mehr bringe ich über diese geistlose Kreatur in Erfahrung. Offenbar lockt sie mit ihrem Gesang ihre Beute an, um sie dann zu verschlingen. So überlebt sie. Ah, okay. Vater fängt langsam an, das Potenzial dieser Kreatur zu erkennen. Was wir mit dieser tödlichen Fähigkeit alles machen könnten, wenn wir sie nur irgendwie unter Kontrolle brächten. Das hat er wahrscheinlich geschafft, irgendwie. Oder vielleicht doch nicht, keine Ahnung. Vater hat damit begonnen, die Kreatur auf Skr Point einzusetzen. Sie ist an den Leuchtturm gekettet und lockt Schiffe an. Damit können wir unsere Einnahmen aus den Schiffbrüchen erhöhen. Aber ich habe weitere Pläne, wie wir die Kraft dieses Gesangs weiter nutzen können. Mit der Hilfe meiner geliebten Prudence. Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, die Idee meines Vaters vorzustellen und seinen Segen dafür zu erhalten. Aha. Tränen. Naja, gut. Ah,
HMS Providence, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind hier sehr viele Schätze und antike Sachen und so. Keine Ahnung, wo die das gefunden haben. Die Kiste hier zum Beispiel, die sieht nicht gerade europäisch aus, weiß nicht. Oder vielleicht irgendwie aus dem Norden oder Richtung Griechenland, Mittlerer Osten, irgendwas, keine Ahnung. Atlantis oder so vielleicht? Ja, keine Ahnung. So. Oh oh, wenn ich das aktiviere. Ja, toll. Ja, die haben so viel Geld und so viel Schätze angesammelt. Haben das da unten und lassen es verrotten. Also, was bringt der Reichtum, wenn sie es nicht benutzen? Das verstehe ich nicht. Es gibt auch... Oh oh. Ist ja wie bei den stinkreichen Leuten. Die haben so viel Geld und sammeln immer mehr an. Weil die so wie eine Sucht entwickelt haben. Immer mehr besitzen zu wollen. Das wird sich nie ändern. Okay, da scheinen mehrere Wächter zu sein. Ich sehe bloß schlecht hier unten. Da ist er. Warten wir erstmal, bis er wieder zurückläuft. So, jetzt gibt es keinen Zurück mehr. Oh, da steht ja noch einer, Alter. Boah, Junge. Verdammt, wie eine Falle. Ja, toll, schön. Warum muss er immer husten, Alter? Hat er Asthma oder was? Junge! Hurra! Und ich soll da jetzt irgendwie einen Weg durchsuchen oder was? Bewegt sich überhaupt nicht, denke ich mal. Was, wenn ich hier reingehe ins Licht? So, der steht da. Oh je, oh je. Da ist noch ein Knopf, Alter. Oh Mann. Das hören die doch, Alter. Wo soll ich denn hinlaufen? Ich kann hier runter und dann gleich hier rein. Keine Ahnung. Noch einer da, oder?
Und nun? Verdammt. Nichts passiert. Noch zu zweit, Alter. Ich muss erst mal gucken, wo sich der Wagen bewegt hat. Da hinten oder hier, wo der jetzt gerade rauskommt. Hoffentlich läuft er hier nicht hier vorbei, ey. Nee, hier hat sich nichts getan. Hier ist zu. Oh, plötzlich so leise. Ja. Das war von kurzer Dauer. Ich vermute mal, das ist bestimmt da drüben. Hier fängt er wieder an zu husten, Alter. Oh, Junge. Könnte auch in der Mitte sein. Geh mal hier drauf. Ist das hier vielleicht? Ich weiß nicht, ey. Hier ist aber keine Lücke, also kein Wagen. Das heißt, wahrscheinlich doch da drüben. Oh ne, bitte nicht, Alter. Oh ne. Alter, du willst mich doch verarschen. Ich glaube, jetzt einfach mal hier hinter.
Hier ist auch nichts, Alter. Verdammt. Keine Lücke, gar nichts. Da ist auch nichts. Da ist auch zu. Soll ich da jetzt vorbeikommen, bitteschön? Wenn der da steht? Alter Schwede! War das laut? Hat sich was getan? Hier nicht rein, da ist nichts, ey. Ich sehe das hier nicht. Oh, sind beide mal weg, ey. Da ist doch nichts, ey. Außer so ein Hebel. Jetzt vielleicht? Ah, guck mal ihn an. Okay, geschafft. Eine alte Kirche? Was? Oh nee. Jebediahs Ritualnotizen. Aha. Ein schwarzer Rabe. Aha, was macht er da oben? Gießt irgendjemand Wasser drüber raus? Achso, lesen. Übergieße diesen Willigen, um ihn reinzuwaschen. Das Gebet setze ihn ihrem Bann aus. Exorzismus schirme seine Stimme von ihrem Gesang ab. Heiße den neuen Jünger in der Stille willkommen. Schirme seine Sinne von ihrem Gesang ab. Oh oh. Nicht, dass er jetzt die Glocke hier aktiviert. Oh, natürlich. Und jetzt? Beide vielleicht gleichzeitig.
Licht oder so habe ich hier nicht mehr, ne? Naja. Gut oder böse, das frage ich mich. Boah, Alter. Wie dein manuelles Speichersystem her. Automatisch speichert das wahrscheinlich nicht ab, oder? Ich kenne das jetzt nur von dem Grammophon, aber ob Szenenwechsel auch speichert? Ja. Ich riskiere es lieber nicht. Vielleicht finde ich jetzt eins. Ich habe was gehört, oder? Oder bin ich das, oder? Keine Ahnung. Also hier kann ich auch entlang, aber doch, geht doch auf. Ah, da haben wir noch was. So, Leute, gut. Nächster Teil geschafft. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Mal gucken, wie es weitergeht. Oder? Wenn wir das noch anfangen. I need to tell someone. Get all of this out. Get this down somewhere. My father does not know that I'm making this recording. But I need to confide in, well, in you, Mother. He has been pushing me more and more in my lessons to sing as you once did. But there is something else. There's a mania to his actions of late. He seems consumed with his latest scheme to revive the hotel. But it is more than that, too. Both he and Abraham have been so agitated of late, and they argue more than before. I overheard them in heated discourse over a guest who had disappeared, I assume without paying. My father was furious that there was nothing that could be salvaged from it. And Mother, you have never heard such language. I know our finances are dwindling, and his heart is set on restoring the glory days of Scare Hotel, but he sets so much on my shoulders. I'm not sure if I can do it, Mother. I'm not sure if I can be you. Okay.
Na gut, Leute. Wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Teil und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay, bis dann. Ciao.